Guten Morgen, es ist der 21. April, Etappe 1 von meinem Jakobsweg. Ich laufe heute von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Roncevaux auf Französisch oder Roncesvalles. Auf Spanisch werde ich heute die Grenze überqueren, hoch oben auf dem Pyrenäenpass. Es ist kurz nach 7 Uhr, es wird eine strenge Etappe. Das Wetter wird traumhaft schön, ist jetzt schon gut. Noch etwas frisch, aber das ist okay. Und also, dann gehe ich mal los. Habe recht gut geschlafen, muss sagen, war zwar um 4 Uhr wach. Dann konnte ich noch mal einschlafen, aber fühle mich gut. So, bis später. Bin nun eine Stunde unterwegs, 8 Uhr. Außerhalb von Saint-Jean-Pied-de-Port, mitten in der Natur. Wie heißt doch das Sprichwort? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wunderbarer Sonnenaufgang. Tal unten ist es neblig. Ganz schöne Stimmung. Ja, und hier geht's hoch. Sind doch schon einige Leute auch unterwegs. Unglaublich schön die Aussicht hier unten, der Weg, wo wir gekommen sind. Ja, die letzte Stunde war steil, war wirklich steil, aber das Wetter passt und knapp 2 Kilometer kommt dann schon Horizont. Die Aussicht und das Wetter grandios. Das Einzige, womit ich aktuell zu kämpfen habe, ist der Schweiß. Ich habe das Frottetuch natürlich im Koffer. Habe heute Morgen Sonnencreme angestrichen. Jetzt läuft das Gemisch von Schweiß und Sonnencreme mir in die Augen. Es brennt natürlich. Ich bin beschäftigt, das immer wieder wegzuwischen, aber sonst fühle ich mich noch ganz okay. Plötzlich um die Ecke kommt Auberge d'Horizon. Geplant wäre ja gewesen, dass ich hier nochmal übernachte oder hier schon übernachte. Aber jetzt, da das Wetter so schön ist und es morgen Regen angesagt ist, werde ich weiterlaufen. Ich werde also hier nicht übernachten und marschiere die restlichen 16 Kilometer sind es noch bis Roncesvalles. Werde dann dort übernachten. So, aber jetzt gönne ich mir eine Pause, trinke eine Cola und dann geht's weiter den Berg hoch. Sich grandios, die vielen Pilger auf dem Jakobsweg, wie eine Perlenkette. Jeder läuft in seinem Tempo, wunderbar, wirklich wunderbar. Ich bin geschätzt auf ca. 1300 Meter über Meer, fehlen also noch 100 Meter. Bis 1400 ist der höchste Punkt. Ja. Ganz schöne Landschaft hier im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Spanien. Hier hoch, da muss ich noch und nachher konnte es da 5 Kilometer geradeaus gehen und dann noch 5 Kilometer runter nach Roncesvalles.
Wasser und doch noch einige Pilger auch hinter mir. Ich bin nun in Spanien. Vorhin habe ich gerade die Grenze überquert. Auch die Landschaft hat sich komplett geändert. Der Weg führt nun durch einen Wald. Geht auch geradeaus, schon leicht abwärts. Es sind noch 8 Kilometer, knapp 8 Kilometer zu gehen. Also 16 habe ich schon. Bin froh. Höhenmeter sollte ich auch haben. Und jetzt schauen, wie es dann mit meinen Knien geht. Hinunter. Ich lasse mir Zeit. Und war aber schon streng. Ich merke es in den Beinen, Oberschenkel vor allem. Sind einfach müde. Aber packen wir's. Ganz hinten liegt noch Schnee in den Pyrenäen. Kurzer Anstieg gibt es noch. Dann geht es dann runter, 5 Kilometer noch bis Roncesvalles. So, es geht runter. Ich habe mich für den etwas längeren Streckenteil entschieden. 4,2 Kilometer, dafür weniger steil. Der kürzere wäre 3,6 Kilometer, aber eben mit steilen Passagen. Ganz unten, ich weiß mal nicht, ob man es sehen kann auf dem Video, ist Roncesvalles, das Kloster von Roncesvalles und zwei, drei andere Häuser und dorthin muss ich. Also, ich rechne noch eine Stunde runter und dann bin ich am Ziel für heute. Juppie! Bin in Roncesvalles, ganz ein schwieriges Wort zum Aussprechen. Ich bin gut angekommen. War ein langer Tag, es ist eine heftige Etappe. Respektive, ich habe ja Etappe 1 und Etappe 2 zusammengelebt, bin durchmarschiert von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Roncesvalles. Sind gut 24 Kilometer, sind 1250 Höhenmeter hinauf und dann 500 Höhenmeter hinunter. Ja, es hat mich wirklich gebraucht. Ganz müde Beine und auch die Schulter schmerzt ein wenig vom Rucksack tragen. Ich habe eine wunderbare Unterkunft gefunden, freue mich aufs Bett, aber vorher gehe ich noch was essen und mache dann auch noch den Block fertig für den heutigen Tag. War ein super Tag. Wirklich Wetterglück und morgen soll es ja regnen, darum bin ich da jetzt da durchmarschiert. Hat sich gelohnt, finde ich. Das ist mein Hotel, Hotel Roncesvalles, in Roncesvalles. Das ist ein ganz schwieriges Wort zum Aussprechen. So sieht es innen aus. Gefällt mir sehr gut. Hier ist die Bar und das Restaurant. Hier ein kurzer Blick in mein Apartment. Ich bin im Hotel Roncesvalles untergekommen, habe nicht reserviert. Spontan gab es Platz für eine Person, 75 Euro. Hier gibt es einen Salon. 10 Euro ist das Morgenessen. Da könnte ich noch was kochen.
Das Hotel befindet sich innerhalb des Klosters. Das ist ein Teil vom Kloster, welches umgebaut worden ist zum Hotel. Voilà. Und hier noch mein Schlafgemach für heute Abend. Sieht ganz toll aus. Zum Essen gab es heute ein Dreigang-Menü. Ich habe einen gemischten Salat genommen, dann Pilzrisotto als Hauptgang und einen Apfelkuchen zum Dessert. Ah, okay. So, das wäre es gewesen von der ersten Etappe. Saint-Jean-Pied-de-Port nach Roncesvalles. Ich bin schon im Bett, gehe früh schlafen, bin sehr müde. Ich hoffe, ich kann mich gut erholen, war wirklich war ein strenger Tag, würde das schon so sagen. Jetzt erhole ich mich und dann morgen geht's weiter. Also, ich hoffe, euch gefällt mein Vlog über den Jakobsweg. Fragen könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich werde natürlich versuchen, diese zu beantworten. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann freue ich mich auf einen Daumen hoch. Gute Nacht, bis morgen. We share love and emotion, but you wanna go.